und ist dann im YouTube-Channel zur Verfügung zum nochmaligen Ansehen. Und die PowerPoint selber ist auch als Download zur Verfügung, sowie ein Word-Dokument, was in Stichpunkten die einzelnen Schritte dieses Webinars wiederholt oder aufzeigt. Diese Dokumente und auch die Beispielzeichnungen, die können Sie in unserem Autodesk Box-Account herunterladen. Die nicht E-Mail-Adresse, die Internetadresse finden Sie hier unten. Das ist autodesk.box.com, AutoCAD EQ Deutsch. Ich möchte Sie außerdem darauf aufmerksam machen, dass wir seit einiger Zeit ein deutsches Autodesk-Forum haben, beziehungsweise eine deutsche Autodesk-Community, wo Sie hier im Bereich AutoCAD-Produktfamilie Ihre Fragen in das Forum stellen können und andere Nutzer oder auch unsere zertifizierten Expert-Elite-Kollegen werden dann diese Fragen gerne beantworten für Sie. Es gibt auch auf dieser Community-Seite ein Formular oder einen Bereich, wo Sie Feedback zum aktuellen oder zu vergangenen AutoCAD-Webinaren abgeben können oder auch Wünsche eventuell für zukünftige Themen. Und diese Wünsche werden wir dann, soweit es uns möglich ist, auch erfüllen und könnten dann in einem zukünftigen Webinar dieses Thema, was von Ihnen gewünscht ist, behandeln. Was ist unsere AutoCAD Help Webinar Serie? Das ist von unserem Produktsupport ausgearbeitet, eine 20 bis 40 Minuten Präsentation und Live-Demo direkt im Programm. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also diese Demo ist halb interaktiv, sage ich jetzt mal. Und die Präsentation wird aufgezeichnet, hatte ich ja schon erwähnt. Und diese Links kriegen Sie auch zur Verfügung, falls Sie das Ganze nochmal üben möchten. Das Webinar findet in Deutschland monatlich statt. Unser nächstes Webinar wird am 29. September sein. Das Thema steht noch nicht fest, aber wir haben einige Themen in unserer Auswahlliste, die wir behandeln können, und da werden wir bestimmt was Interessantes heraussuchen. Sie werden am Tag vorher benachrichtigt über das aktuelle Thema in der Benachrichtigungs-E-Mail. Diese AutoCAD IQ-Geschichte finden Sie dann in der Playlist von YouTube, und habe ich auch schon erwähnt, das Skript, die PowerPoint und die Beispielzeichnungen werden zum Download zur Verfügung gestellt. Weitere Links sind die wären zu erwähnen, erweitern Sie auch Ihren AutoCAD IQ-Webseite mit der Registrierung zu diesem Webinar, und Sie können dort auch andere Teilnehmer den Registrierungslink als Einladung schicken, damit diese sich auch anmelden können. Wir haben außerdem ein AutoCAD Community Forum in englischer Sprache und eines in Deutsch. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist das AutoCAD Beta-Programm, bei dem jeder, der es möchte, mitmachen kann. Dazu müssten Sie ein E-Mail an autocad.beta@autodesk.com schicken oder für AutoCAD LT entsprechend die untere E-Mail-Adresse. Und Sie würden dann in das Beta-Programm mit aufgenommen werden und hätten dann Zugriff auf die jeweils aktuellsten Programm-Builds, heißt das dann. Das sind quasi diese verschiedenen Beta-Versionen in monatlichen Abständen. Könnten dann Dinge ausprobieren oder neue Sachen ausprobieren, die neu aufgenommen wurden in das Programm, und direkt Feedback abgeben und sozusagen in Kommunikation mit den Entwicklern treten. Des Weiteren möchte ich Sie aufmerksam machen auf unsere Autodesk Knowledge Network. Da finden Sie alle Themenbereiche und alle Links und Querverweise zu AutoCAD-Themen, wie zum Beispiel den Kontakt zum Kundendienst, also unserem Support. Sie können Themen recherchieren zur Installation, Aktivierung und Lizenzierung.
Wie verwaltet man Benutzerkonten, die Subskription und die Software selber? Und Sie haben die Links zu Community, das beinhaltet die Foren, die Blogs, Ideen, Artikel und Screencast. Ideen in dem Moment, sage ich mal, gibt es für AutoCAD selber nicht. Es gibt eine Idea Station oder Ideensektion für andere Programme wie Civil 3D oder Map 3D oder auch Recap. Das ist quasi die Möglichkeit, Produktverbesserungswünsche oder Wünsche zu Funktionen zu melden oder sich zu wünschen, und das Ganze funktioniert wie ein Forum. Es heißt, andere Nutzer können diesen Wunsch auch sehen. Sie können dafür stimmen und auch eine Antwort schreiben, einen Kommentar abgeben, und unsere Entwickler werden dann dementsprechend und unsere Produktmanager auch dementsprechend aufmerksam, wenn ein bestimmter Wunsch sehr viele Stimmen hat oder wenn es da eine rege Diskussion gibt. Und dann ist natürlich die Chance größer, dass diese Funktion oder diese Verbesserung dann in einer zukünftigen Version mit aufgenommen wird. So, unser heutiges Thema ist die dritte Dimension, die Modellierung in AutoCAD 2017. Aber bevor wir damit anfangen, hätte ich noch kurze zwei Fragen an Sie. Und zwar, meine erste Frage ist folgende: Ist dies Ihr erstes AutoCAD-Webinar? Ich sehe, die meisten Zuhörer sind wiedergekommen, also hatten schon mal ein früheres Webinar angehört, was positiv ist. Das heißt, Sie haben die Webinare irgendwo nützlich gefunden und sind natürlich neugierig auf das nächste Thema. Für die, die neu dazugekommen sind, ein herzliches Willkommen nochmal. Ich hoffe, es gefällt Ihnen und Sie bleiben auch dabei. Ich schließe mal diese Umfrage und zeige Ihnen das Ergebnis. Hier haben wir das Ergebnis der ersten Umfrage und meine zweite Umfrage, die kennen Sie, diejenigen, die da schon öfter dabei waren, bestimmt auch. Welche AutoCAD-Applikation verwenden Sie? Ist das AutoCAD oder wie es bei uns heißt, Vanilla AutoCAD oder AutoCAD LT oder irgendwelche vertikalen Produkte von AutoCAD? Gut, dann zeige ich Ihnen hier auch mal das Ergebnis. Also heute sind die AutoCAD-Anwender in der Mehrzahl. An zweiter Stelle folgt Architecture, MEP und so weiter. Unsere Infrastrukturfraktion ist in der Minderheit, aber das macht auch nichts. Und es freut mich auf alle Fälle, dass so die meisten schon AutoCAD verwenden. Auf unserer heutigen Agenda stehen Themen wie Grundkörper, Volumenkörper, Oberfläche und Netze. Wir behandeln die Funktionen zum Extrudieren, Klickziehen, Anheben, Rotation und Sweep. Wir führen auch Boolsche Operationen durch und gewisse Umwandlungen, zum Beispiel eine Spline-Umwandlung, behandeln wir als Thema. Sehen wir uns das Ganze einmal in der Applikation an. Ich hoffe, Sie können meinen Bildschirm sehen. Wenn nicht, dann melden. Aber ich denke mal, es ist alles in Ordnung. Das ist jetzt AutoCAD. Und wir befinden uns hier, falls Sie sich diese Multifunktionsleiste, falls Sie die noch nicht gesehen haben, wir befinden uns hier im Arbeitsbereich 3D-Modellierung.
Wir haben hier im Grunde genommen drei Arbeitsbereiche. Das hier ist der normale Zeichnen- und Beschriften-Arbeitsbereich. Wir haben einen 3D-Grundlagen-Arbeitsbereich, der quasi eine Teilmenge des 3D-Modellierungsarbeitsbereichs beinhaltet. Und der 3D-Modellierungsarbeitsbereich hat quasi alle Funktionen in der Funktionsleiste zur Verfügung, die es für 3D gibt. Wir werden heute behandeln die Themen Navigation im Raum. Also es ist ganz wichtig, wenn wir von der 2D-Navigation kommen, wo wir eigentlich nur unsere X und Y-Fläche haben, wie wir uns im 3D-Raum navigieren und natürlich auch dementsprechend uns die immer in diese Ansicht navigieren, wo wir am besten ein Objekt bearbeiten können. Wir werden diese Benutzerkoordinatensysteme anpassen müssen und wir werden 3D-Grundkörper erstellen, die wir hier oben links finden. Unter Start sind das diese Quader- und Zylinder-Grundkörper. Hier sind die Funktionen dazu für Extraktion, um aus einer 2D-Polylinie zum Beispiel ein 3D-Objekt zu machen. Diese beiden Optionen sind quasi, dass wir dieses Klickziehen, ist eine erweiterte Funktion zum Thema Extrusion. Und hier die Netzoberflächen gestalten. Wie Sie in der PowerPoint vielleicht schon gesehen haben, da war ein Schachbrett vorgestellt oder ein Bild eines Schachbrettes. Wir wollen heute mal so ein Schachbrett generieren. Ich mache das nochmal auf, damit Sie es alle sehen. Soll dann am Ende so ausschauen. Das hier ist natürlich voll texturiert und mit Materialien versehen und gerendert. Texturierung und Materialien rendern ist ein eigenes Thema. Das können wir heute nicht schaffen, aber wir können uns mal ansehen, wie wir denn dieses Schachbrett hier am besten und möglichst schnell auch generieren können und welche Tricks es da gibt und das Gleiche, wie man denn zum Beispiel solche Schachfiguren hier erstellt. Fangen wir an mit dem Schachbrett. Also ich bin hier in der, normalerweise ist das hier die Obenansicht, aus der 2D-Ansicht. Ich habe hier meinen Ansichtswürfel und kann hier auf die Kanten und Ecken klicken und kann dann in einen gedrehte Schrägansicht stellen. Das ist, nennt sich hier voreingestellt, ist das eine ISO-Ansicht Südwest und kann aber auch hier direkt an dem Kreis drehen, um den Drehpunkt zu ändern. Und wir haben hier ein kleines Home, also ein Zuhause-Symbol. Wenn ich mich irgendwann mal nicht mehr zurechtfinde, kann ich hier auf dieses Symbol klicken und dann komme ich automatisch standardmäßig in eine ISO-Südwest-Ansicht von meinem Objekt. Man muss da dabei beachten, vielleicht haben Sie es gemerkt, ich gehe hier mal mit der rechten Maustaste drauf, wenn ich hier auf diesen Home-Symbol klicke oder Startsymbol, dann wechselt er automatisch in eine perspektivische Ansicht. Wir benutzen diese Parallelansicht, es ist einfach eine Darstellung der Fluchtebene, eine andere, die man hier einstellen kann und zum Zeichnen oder Konstruieren ist diese Parallelprojektion meiner Meinung nach etwas besser geeignet. Wenn ich dann später render, ist diese perspektivische Ansicht besser, weil die dem menschlichen Sehen am nächsten kommt. Sie haben jetzt auch gesehen, dass ich hier gedreht habe und dieses Drehen schaffe ich mit der Kurzbefehl, das werde ich hier oft anwenden, mit dem Shift und der mittleren Maustaste. Dann sehe ich hier, wo ich diesen mittleren Maustaste drehe, quasi einen grünen Punkt. Das ist mein Drehpunkt. Um Drehen drehe ich herum und kann dann im Grunde genommen mir meine Ansicht einstellen. Und das ist dann eine benutzerdefinierte Ansicht, weil sie nicht voreingestellt ist. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, sich in der Zeichnung zu navigieren und das ist durch diese Navigationsleiste.
Wenn man die mal anschaltet, habe ich hier verschiedene Werkzeuge, zum Beispiel dieses Schieben-Werkzeug. Dann kann ich hier hin und her schieben und mit der Escape-Taste kann ich diese Funktion wieder deaktivieren. Ich kann auch hier zum Beispiel einen freien Orbit machen, einstellen und kann dann hier im Grunde genommen auch hier mit der linken Maustaste ist das diesmal frei drehen und mit Escape komme ich aus dem Programm wieder raus. Vielleicht kennen Sie auch dieses Werkzeug oder diese Funktion hier. Das klebt immer so ein bisschen an der Maus dran. Und hier kann ich dann quasi einstellen, was ich gerade machen möchte. Also ich drücke da drauf, muss die Maustaste gedrückt halten und kann dann dementsprechend von der Funktion, die ich da gerade angewählt habe, diese auch ausführen. Oder hier drehen und dann drehe ich hier. Natürlich jetzt hier oben ist mein Drehpunkt. Wenn ich hier unten um diesen Drehpunkt wählen muss, muss ich mit der Maustaste hier nochmal drücken. Ja. Zum Drehpunkt folgendes, das habe ich in früheren Webinaren nochmal angesprochen, wenn Sie sehr stark in irgendeine Zeichnung hineingezoomt haben, kann es vorkommen, wenn Sie da drehen, dass sich Ihre Zeichnungsobjekte plötzlich komplett aus dieser Zeichnung verabschieden, dass die irgendwo hinspringen. Das liegt an der Umgebungsvariable Orbit Auto Target. Und die ist voreingestellt auf, jetzt habe ich das Falsche, nochmal. Orbit Auto Target, gehen wir hier mit der Maus drauf, dann sind wir sicher. Die ist voreingestellt auf 1. Und auf 1 heißt im Grunde genommen, wenn ich jetzt hier eine Anzahl von Objekten habe, dass mir der Drehpunkt in die Mitte dieser Objekte springt. Ich zeige das mal eben, indem ich hier einfach ein Rechteck aufzeichne. So, ich zoome da jetzt mal rein und versuche mal hier mit meiner Kurzbefehl zu drehen und der sucht sich die nächste Geometrie aus und springt in die, da sieht man den Drehpunkt oben auf der Kante und springt dann in die Mitte des Objektes. Wenn ich jetzt hier stark hineingezoomt habe, jetzt bin ich näher am Mittelpunkt, dann sucht er sich den Mittelpunkt. Wenn ich jetzt hier näher an diese Ecke bin, an dieser Ecke bin, dann sucht er sich den Eckpunkt. Aber es kann halt sein, dass ich an der Stelle irgendwas zoomen möchte oder drehen möchte und dann verspringt mir das sehr schnell. Und dieses Orbit Auto Target ist einfach die Umwandlung des Drehpunkts. Ich stelle das auf 0, das ist mein bevorzugter Wert und das heißt im Grunde genommen, ich drehe an dem Punkt, wo ich klicke. Wenn ich jetzt hier rechts klicke, ist da auch mein Drehpunkt. Wenn ich an der Ecke klicke, ist da mein Drehpunkt. Und so kann ich mir immer genau definieren, ich möchte da um den Punkt drehen, wo ich auch geklickt habe. Gut, fangen wir mit dem Modellieren an. Ein Schachbrett besteht aus vielen Karos. Diese Karos kann ich jetzt entweder aus der 2D-Ansicht zeichnen, indem ich hier ein Rechteck erstelle, an der Stelle 0, 0 zum Beispiel. Und jetzt hat er es mir nicht genommen. Ich glaube, da hat er mir mein Objekt gemacht. Nehmen wir nochmal das Rechteck an der Stelle 0, 0. Und es soll 5 Einheiten lang und 5 Einheiten breit werden. Hier haben wir es. Muss ich dazu sagen, oder sage ich jetzt mal ganz am Anfang, es gibt sehr viele Wege, die zum Ziel führen. Jeder hat da seinen eigenen bevorzugten Weg. Man kann jetzt zum Beispiel dieses Objekt hier über Extrusion extrudieren und ihm eine Höhe zuweisen. Hier habe ich jetzt die dynamische Höhe. Ich möchte das Objekt jetzt erstmal 2 Einheiten hoch machen und schon hätte ich ein Karo erstellt. Wir können hier gleich dem Karo einen Layer zuordnen. Also man sollte auch immer darauf achten, auf den richtigen Layern zu arbeiten. Es ist zwar manchmal etwas zeitaufwendiger, jedes Objekt neu auf einen Layer zu legen, aber am Ende hat man dann eine sehr viel aufgeräumtere Zeichnung. Die zweite Möglichkeit,
um hier ein Objekt zu erstellen. Und vielleicht, wenn man im 3D arbeitet, geht das schneller. Ich nehme gleich nicht ein Objekt, was ich dann bearbeite, sondern erstelle von vornherein ein Objekt, kann wieder meine Ecke angeben und meine Dimension auf 5 Einheiten und 5 Einheiten stellen und habe dann gleich quasi mein Quader erstellt. Geht vielleicht ein bisschen schneller und den nehmen wir jetzt auch hier und legen den noch schnell auf eine Ecke. So, dann brauchen wir unser schwarzes Kästchen. Hier wieder entweder Extrusion eines Grundkörpers, eines 2D-Grundkörpers oder ich nehme einen neuen Quader. Wir können auch unsere im letzten Webinar angesprochenen Befehle nehmen, zum Beispiel Move, Copy, Rotate. Dann gebe ich hier einen Basispunkt an, der soll 0 sein und ich möchte das Ganze kopieren und fange es an dieser Stelle. Dafür, und jetzt gehe ich aus dem Kommando raus, dafür muss natürlich der 3D-Objektfang angeschaltet sein. Das Objekt legen wir auch nochmal an unsere Ebene, und zwar als schwarzes Kästchen. Ah, das hat er jetzt nicht genommen, nochmal. Ah, das Kästchen ist nicht schwarz. Haben wir gleich. Wir sehen hier, ist die Farbe des Kästchens nicht schwarz, sondern weiß. Stellen wir um und schon sollte das schwarz sein. So, und jetzt können wir im Grunde genommen für das ganze Schachbrett so weitermachen. Oder wir nehmen Abkürzungen. Eine Abkürzung wäre zum Beispiel, diese beiden Kästchen wieder zu kopieren, dann die 4 zu kopieren und so weiter. Und dann hätte man nach relativ kurzer Zeit so ein ganzes Schachbrett. Wir könnten aber auch einen anderen Befehl verwenden, der in dem Fall ganz hilfreich ist, und zwar ist das das Anordnen. Und da wähle ich quasi Objekte an, die ich in Zeilen und Spalten anordnen möchte. Für das Schachbrett wären das zum Beispiel 4 Spalten und 4 Zeilen. Ich möchte nur eine Ebene machen. Jetzt muss ich natürlich hier meinen Zwischenraum definieren, der in dem Fall 2x5 ist. Also 10 soll dazwischen sein und hier ebenso in der Richtung auch 10. Schauen wir mal, ob das so ungefähr hinhaut. Ich drehe das mal in die andere Ecke. Ich sehe auch hier, es schaut aus, als wenn das wieder auf, nee, es ist auf parallel, es stimmt soweit alles. Also dieses Objekt kann man dann auch später in den Eigenschaften jederzeit wieder ändern. Also wenn man jetzt hier mal was Falsches eingestellt hat, dann kann ich hier meinen Zeilenabstand und meine Ebenen und so weiter nochmal nachträglich ändern. Das gilt im Grunde genommen auch für alle 3D-Objekte, die ich habe. Also zum Beispiel, wenn ich einen Quader erstellt habe oder einen anderen Grundkörper, kann ich mir den jederzeit wieder nehmen und hier die Position, die X-Position, Y, Breite, Länge, Höhe und so weiter, Drehung im Nachhinein ändern. So, jetzt haben wir eigentlich erst die Hälfte des Schachbretts. Was machen wir mit dem Rest? Da gibt es auch eine ganz tolle Abkürzung, und zwar heißt die in dem Fall 3D-Spiegeln. Und jetzt sollen wir die Objekte wählen und dann die Spiegelachse angeben. Dazu digitalisiere ich jetzt einfach mal eine 3 Punkte, die eine Ebene oder angeben. Und die Quellobjekte sollen natürlich nicht gelöscht werden, die brauchen wir nochmal. Und schon habe ich das an der Ebene auf die andere Seite kopiert oder gespiegelt und kann jetzt quasi, hoppala, ich wollte nicht alles nehmen, ich wollte nur die gespiegelten nehmen und verschiebe diese jetzt an die richtige Stelle. Muss ich das Ganze mal in die andere Ecke drehen, damit ich hier an diesen Eckpunkt rankomme, den ich dann hier fangen kann. Und wenn ich jetzt skaliere, haben wir hier unser Schachbrett erstellt. So, sind wir schon mal einen Schritt weiter.
Aber was fehlt, ist eigentlich hier so eine schöne Umrandung, ein schöner Rahmen für das Schachbrett. Da haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten, den zu erstellen. Ich zeige Ihnen mal eine, die basiert auf einem Rechteck, was ich hier aufziehe als Umrandung für dieses Schachbrett. Und das sehe ich jetzt natürlich nicht. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder über die Layer diese beiden Schachbrettteile auszuschalten oder anzuschalten. Ich bediene mich der Objektisolation und sage einfach Objekte verbergen und nehme ich einmal diese Anordnung und einmal diese Anordnung. Hoppala, die eine hat er nicht genommen, muss ich wohl nicht getroffen haben. Zusätzliche Objekte verbergen, Enter. Und dann sind die erstmal unsichtbar geschaltet, obwohl die Layer noch sichtbar sind. Ich brauche hier einen Rahmen. Wie erstelle ich den? Ganz schnell. Entweder über Copy-Paste oder ich rechne es mir aus über den Abstand und mache einen neuen Rahmen außenrum. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier ein Versetzobjekt zu generieren. Und dann kann ich sagen, den Abstand angeben, wie dick soll mein Rahmen werden. Nehmen wir mal 1,5 Einheiten und gebe dann an, zu versetzendes Objekt wählen und gebe dann an, entweder innen oder außen und hätte dann meinen neuen Rahmen erstellt und kann jetzt diesen Rahmen entweder extrudieren, indem ich einfach diese beiden Objekte hier auswähle und sage extrudieren. Aber man muss dabei beachten, dass man den inneren Teil natürlich auch extrudiert und da bräuchte ich dann wieder sozusagen eine boolsche Operation, eine Subtraktion des inneren minus dem äußeren Rahmen oder des äußeren minus dem inneren Rahmen. Wir wollen aber nur hier so eine Art Mauer erstellen. Das geht an dem Fall am einfachsten mit dem Befehl Klick ziehen und dort kann ich quasi auf eine Fläche, die zwischen zwei Objekten liegen, klicken und habe dann meine Mauer oder meine Umrandung dieser Fläche und kann diese dann im Grunde eine Höhe zuweisen. Theoretisch wäre es auch möglich gewesen, hier ein Polykörper zu erstellen. Das mache ich mal hier an der Stelle. Dort sage ich auch, ich definiere mein Objekt zum Beispiel oder ich digitalisiere. Zeige ich Ihnen doch jetzt mal schnell an dem Beispiel. Also ich sage entweder, ich definiere meine Höhe, sind 2 Zentimeter oder 2 Einheiten. Meine Breite waren 1,5 Einheiten und ich sage dann ausrichten, das heißt dann entweder rechts oder links oder Mitte von dem, was ich hier digitalisiere in der Richtung. Oder in unserem Fall kann ich, jetzt hat er das alles wieder weg, kann ich sagen, ich hätte gern ein ganzes Objekt. Und dann habe ich quasi einen Polykörper basierend auf einem Objekt und dann wieder basierend auf rechts, links oder Mitte. Das ist jetzt der doppelte Polykörper, den brauchen wir nicht. Also machen wir nochmal den Abstand, das Objekt und extrudieren das nochmal dann für unseren Rahmen. Klick 10 nur auf die Fläche und 2 cm oben. So, wenn ich jetzt mal diese Isolation beende, sehe ich habe hier schon einen schönen Rahmen um mein Schachbrett herum gezeichnet, aber das ist noch nicht alles. Ich würde gerne einen schönen Abschluss, eine schöne Abschlussleiste hier am Rand. Wie machen wir das? Ich würde das so machen, dass wir uns ein Profil generieren, was wir dann entlang dieses Rahmens ziehen können und dann entsprechend ein 3D-Objekt daraus generieren. Dazu brauche ich, wir werden, ups,
Wir werden diese Funktion Sweep verwenden, indem wir ein Objekt entlang eines Pfades entlang ziehen. Wir brauchen also einen Pfad. Das ist in unserem Fall wieder ein Rechteck, und zwar mit der oberen Kante. Und dieses Rechteck möchte ich jetzt mal isolieren. Die Polylinie, und habe jetzt diese Polylinie isoliert. Und jetzt wechsle ich in die vorne Ansicht, vielleicht am gescheitesten, und würde jetzt quasi meinen Profil erstellen. Dazu erstelle ich mir ein Hilfsprofil, ein Viereck, aber das geht nicht. Und warum geht das in dem Fall nicht? Weil ich ein 2D-Objekt zeichnen möchte, und dieses 2D-Objekt richtet sich immer nach der XY-Achse als Fläche aus. Ich schaue aber jetzt gerade nach vorne, und meine Fläche wird durch die XZ-Achse aufgespannt. Das heißt, in dem Fall muss ich mir ein Benutzerkoordinatensystem definieren, um zu sagen, mein Bildschirm ist quasi die neue Zeichenfläche. Und dazu habe ich hier diese Möglichkeiten. Das erste Symbol links oben zeigt an, ob dieses Kreuz an- und ausgeschaltet ist und wo es platziert werden soll. Hier kann ich um eine bestimmte Achse drehen. Das wäre jetzt in unserem Fall zum Beispiel die X-Achse. Oder ich kann sagen, ich möchte es nach der Ansicht ausrichten, wie ich es gerade schaue. Das heißt, das, was ich gerade anschaue, mein Bildschirm, soll die neue Zeichenebene sein. Das wäre der einfachste Schritt in dem Fall. Jetzt mache ich mein Hilfsobjekt und zeichne hier ein Spline. Dieser Spline soll dann im Grunde genommen mein Abschluss sein. So, den kann ich jetzt noch editieren. Verschieben. Kann ich noch die einzelnen Punkte editieren, so wie es mir gefällt. Und dann müsste ich allerdings dieses Objekt ändern, und zwar aufschneiden. Hier sehe ich einen Fehler, das sollte so nicht sein, dass es hier nach unten geht. Jetzt haben wir es. Und der letzte Punkt sollte dieser Eckpunkt sein. Das Ganze schneide ich jetzt auf. Sehe, dass wir in der Zeit ein bisschen hinten dran sind, deswegen beeile ich mich jetzt ein bisschen, damit wir noch die anderen Themen anschneiden können. So, hat er nicht genommen. Das hier können wir wegwerfen, und diese beiden werden wir zusammenfügen, dass es ein Objekt ist. Und jetzt sehen wir, das Ganze ist ein Objekt. Und ich kann wieder auf mein Weltkoordinatensystem zurückstellen und habe jetzt im Grunde eine Fläche, die ich entlang dieses Pfades entlang sweepen kann. Zu sweepen das Objekt wählen, Enter, und den Pfad wählen, Enter. Jetzt hat er das Ganze natürlich nach innen gemacht, das wollten wir nicht. Jetzt müsste man das entweder drehen und spiegeln oder diesen Pfad nochmal ab in der anderen Richtung erstellen. Jetzt ist hier das Innere gleich zum Äußeren. Also das muss man jetzt korrigieren, indem wir das Ganze spiegeln und dann nochmal kopieren auf die andere Seite, weil dieses Objekt können wir jetzt leider nicht mehr anfassen. Und sagen, irgendwie vom Minus nach Plus ziehen, das geht leider jetzt nicht. Aber ich mache das jetzt nicht, weil wir zeitmäßig leider nicht so viel Spielraum haben. Deswegen gehe ich jetzt mal weiter in unsere Schachfiguren und zeige Ihnen ein paar Wege, wie man diese Schachfiguren erstellen kann. Die meisten Schachfiguren sind runde Figuren. Das heißt, wir könnten unseren Befehl
Rotation verwenden. Dafür brauchen wir quasi ein Profil oder ein halbes Profil unserer Schachfigur und könnten die dann entlang einer Achse rotieren lassen. Dieses Profil ist gezeichnet als Spline, das ist entweder von einem Foto abgezeichnet oder Freihand, wenn jemand künstlerisch begabt ist. Und dann würde das Ganze so aussehen, ich gehe hier mal in die Perspektive, dass ich hier eine Rotation ausführe, mir den Pfad anwähle und dann eine Achse bestimme. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, bis zu 360 Grad ein Objekt zu erstellen. Eine andere Möglichkeit, so eine Figur zu erstellen, ist über den Befehl Anheben. Anheben heißt in dem Fall, dass ich quasi mir von diesem Profil oder von dieser Umrisslinie verschiedene Querlinien zeichne, zwischen denen ich interpoliere. Dazu ist zu beachten, dass der Abschluss im Grunde genommen ein Punkt sein sollte. Wir sehen ihn hier ganz klein. Ich fange mit dem Punkt an, weil sonst wäre das ganze Objekt oben hin offen. Ich wähle den Befehl aus, wähle zuerst mal meinen Punkt und dann in der Reihenfolge, wo in der das Objekt erstellt werden soll, wähle ich mir dann meine Linien aus, also eine nach der anderen. Wir sehen dann, dass das jetzt hier interpoliert wird zwischen diesen Querlinien. Muss ich hier mal schauen, welche dann als nächstes kommt. Diese hier und diese, diese und die. Enter. So, der Unterschied ist ersichtlich, ist ein bisschen anders und jetzt kann sich jeder dann entscheiden, möchte ich lieber so ein Objekt haben oder möchte ich lieber so ein Objekt haben. Die zweite Sache ist, die ich ansprechen möchte, ich würde jetzt mal den Läufer machen oder hier auf Englisch Bishop, da lernen wir gleich ein bisschen Englisch dazu. Den mache ich gleich zweimal, um Ihnen einen Unterschied zu erstellen oder zu erklären, zu zeigen. Also ich wähle den aus, verschiebe den, ne, ich will ihn kopieren. Kopiere den mal hier rüber. So, den ersten mache ich wie gehabt. Lass den rotieren an einer Achse. Startpunkt der Achse, Endpunkt der Achse angeben und 360 Grad. Und das ist jetzt ein Volumenkörper. Das heißt, das ganze Objekt ist gefüllt und hat eine Masse. Wenn ich dasselbe jetzt nochmal erstelle, nur um Ihnen den Unterschied zu zeigen, also ich wähle mein Objekt aus, definiere die Achse und jetzt hat, jetzt war ich zu schnell, Rotation, zu drehen, das Objekt auswählen, jetzt kann ich das wollte ich ansprechen, diesen Modus hier in der Kommandozeile. Und hier kann ich auswählen, ob ich einen Volumenkörper, sprich ein gefülltes Objekt erstellen möchte oder ob ich ein Flächenobjekt erstellen möchte. Ich wähle in dem Fall jetzt mal Fläche, definiere meine Achse, sage 300, noch einmal, das wollte ich da hineinzoomen, damit Sie das sehen können. So, Achse. So, und jetzt sehen Sie, wenn ich das erstelle, dass dieses Objekt, was ich erstelle, ein Netzobjekt ist. Das heißt, ich erstelle nur eine Schale drumherum und das Objekt selber ist innen drin hohl. Das wirkt sich in manchen Operationen aus, zum Beispiel auch im 3D-Druck. Nur eine Schale zu drucken geht in dem Fall nicht. Ich zeige Ihnen auch, wenn Sie boolesche Operationen anwenden, das wollte ich extrudieren.
wie das hier. Wir wollen diesem Objekt noch diese Schlitze geben für sein Visier. Und schieb die mal nach unten. Basispunkt. Ja, das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich jetzt. Machen wir das Ganze nochmal. Hier wollte ich es schieben. So, nur entlang der Z-Achse. Springt mir ziemlich. Muss ich ein bisschen eine andere Ansicht wählen, dass mir der dann hier an die Ecke springt. Jetzt. Gut, schauen wir uns das Ganze von oben nochmal an. Und wenn ich jetzt eine boolesche Operation ausführe, das ist über Volumenkörper, kann ich hier eine Differenz bilden und sage, dieses Objekt und dieses Objekt und habe jetzt hier einen Schlitz erstellt. Und dieser Schlitz, also da kann man jetzt reinsehen und man sieht, da ist tatsächlich noch eine Masse drin. Und wenn ich dasselbe für diesen Schlitz oder für dieses Objekt wähle, für das Netzobjekt, dann werde ich erstmal darauf aufmerksam gemacht, hier gibt es ein Netzobjekt, sollte normalerweise anders behandelt werden. Und wenn ich das einfach ignoriere und fortfahre, dann sehe ich hier einen Schlitz und die Figur selber ist hohl. Kommen wir zu unserem nächsten, zu unserer nächsten Figur. Das ist das Pferd oder der Springer. Und der Springer ist in dem Fall nicht rund. Und jetzt könnten wir uns fragen, wie machen wir am besten eine Figur, die am Ende so ausschaut wie unser Ergebnis hier oben. Das wäre quasi das gewünschte Ergebnis. Da gibt es ein paar Tricks, die wir anwenden können. Wir gehen wieder aus von unserer Umrisslinie. Das ist in dem Fall ein Spline mit der Option Fit. Das heißt Methode anpassen in Deutsch. Das heißt im Grunde genommen, ich habe hier Spline-Punkte und an jedem Scheitelpunkt habe ich einen Anfassgriff und kann diese Linie dementsprechend verändern. Derselbe Umriss allerdings nicht mit der Option anpassen, sondern über Kontrollscheitelpunkte wäre diese Linie. Hier ist es so, dass ich die Tangentenschnittpunkte habe als Anfasspunkte, mit denen ich dann diese Linie verändern kann. Es macht einen Unterschied in der weiteren Verarbeitung. Was ich weiter noch habe, sind drei Möglichkeiten oder drei Versionen, sage ich mal so. Nachdem ich diesen Spline mit der rechten Maustaste kann ich den auswählen. Na, machen wir es nochmal. Jetzt Spline und kann dann sagen, ich möchte diesen Spline in Polylinien verwandeln. Also keine Kurvenpunkte mehr haben, sondern Stützpunkte und gerade Linien dazwischen. Und da gibt es eine Systemvariable, die heißt P-Line Convert Mode, entweder 0 oder 1. Und die definiert im Grunde genommen, ob ich zwischen den generierten Stützpunkten Geraden habe, oder, das ist die 0, oder ob ich zwischen den generierten Stützpunkten, ich zoome da mal stark rein, weil ich habe sehr viele Stützpunkte, ob ich zwischen den generierten Stützpunkten Kurven habe. Das wäre dann, das würde man dann hier sehen, indem so eine Kreiskurve entsteht, wenn ich daran ziehe. Also ich habe hier jetzt zwei Objekte mit Geraden zwischen den Stützpunkten und ein Objekt mit Kurven zwischen den Stützpunkten. Und die zweite Kontrollmethode, die wir hier haben, das ist die Präzision bei der Konvertierung. Sollen es 10 Punkte oder der Wert 10 sein oder der Wert 1. Und das definiert einfach die Anzahl der Stützpunkte auf dieser Linie. Wenn ich den hier, den Wert 10 und den Wert 1 vergleiche, so sehe ich, dass ich hier Lücken drin habe. Das heißt, sehr viel weniger Stützpunkte im Vergleich zu dieser Linie. Ich wähle jetzt mal alle
Objekte aus. Außer dieses. Hoppala. Ah. Jetzt wird er langsam, der Rechner. Machen wir es mal so. Das sind jetzt ziemlich viele Punkte, die ich da ausgewählt habe. Irgendwas macht, irgendwo ist er noch in einem Kommando drin, deswegen reagiert er nicht. Er ist an einem Streckpunkt angeben jetzt. Gut. Die ganzen möchte ich jetzt einmal mit Extrusion in einen Volumenkörper verwandeln. Der Extrusionswert soll 1,5 Einheiten sein. Und dann sehen wir uns das Ganze mal in der Perspektive an. Jetzt rennt die Zeit. So. Jetzt habe ich das zu viel extrudiert. Sollte eigentlich 0,5 sein. Aber macht nichts. Das machen wir jetzt. Also das schaut jetzt alles sehr blockmäßig aus. Was wir jetzt machen können, um das etwas abzurunden, wir verwandeln diese ganzen Objekte in ein glattes Netz. Dafür wähle ich sie wieder aus und sagen dann Netz glätten. Und sehen dann im Grunde genommen hoffentlich ein relativ rundes Ergebnis. In dem Fall, weil ich etwas zu hoch extrudiert habe, sollte das Ergebnis etwas oval werden. Ja, gut. Die oberen beiden lasse ich jetzt mal aus. Den einen noch. Es wird jetzt etwas viel. Also ich glätte das Objekt, habe hier jetzt eine Meldung, ob das ein Netz erstellt werden soll oder die Objekte nicht konvertiert werden sollen. Nein, ich möchte sie in ein Netz verwandeln und bekomme dann so ein Ergebnis. Man sieht schon für die Polylinienergebnisse aufgrund der vielen Stützpunkte, die wir da drin haben. Ich schalte mal den 2D-Drahtkörpermodus an. Aufgrund der vielen Stützpunkte wird das Netz natürlich einerseits sehr genau, weil die Stützpunkte ja quasi vorgegeben sind, andererseits dann eben dementsprechend, sage ich jetzt mal, ungenau vom Netz her, weil oder sehr, sehr grob, weil ich sehr viele, weil dem Netz oder dem Programm wird nicht die Freiheit gegeben, ein schönes Netz zu erstellen, wie jetzt zum Beispiel bei diesen Lösungen. Ich kann hier natürlich jetzt die zum Beispiel die Netzeinstellungen noch ändern über die verschiedenen Ebenen, wie stark oder wie fein soll das Netz werden. Man sieht hier den Unterschied, wenn ich in der Vorschau. Und was ich auch außerdem noch machen muss in dem Fall, ist, ich müsste das Netz mir bearbeiten. Das geht ganz komfortabel, indem ich über die Steuerung-Taste mir hier einzelne Netzobjekte auswähle. Das ist quasi die Unterobjektauswahl. Ich habe jetzt hier mal dieses Netz ausgewählt und kann jetzt dieses Netz verschieben. Das heißt, ich mache dem Pferd jetzt einen dickeren Bauch oder wenn ich hier mit der rechten Maustaste drücke, kann ich mir dieses Gizmo wechseln und die Fläche verdrehen. Oder auch, verdrehen wollen wir jetzt mal nicht. Oder wieder rechte Maustaste
und die Fläche skalieren. Dann kann ich entlang einer gewissen Ebene machen, einen kleinen Spitzenbauch oder einen etwas breiteren Bauch und so weiter. Und so kann ich mir, ich kann auch mehrere Objekte auswählen, mehrere Netzunterobjekte wie das und das zusammen. Und so kann ich mir im Grunde genommen diese Form noch etwas angleichen, so wie es mir eben gefällt. Das Ziel ist dann eben, so eine Figur zu erstellen, und der untere Teil ist wieder rotiert mit unserer Rotationsfunktion. Machen wir noch schnell den Turm, bevor wir zum Abschluss kommen. Der Turm, den würde ich jetzt auch wieder rotieren lassen um eine Achse, aber beim Turm haben wir ja nicht nur also die Achse 360 Grad. Beim Turm haben wir ja auch noch den oberen Abschluss, den ich unsere Zinnen sozusagen, die ich hier habe. Das wäre jetzt im Grunde genommen, könnte ich das jetzt hier erstellen, in der Ebene 3D-mäßig und dann als 3D-Objekt an die richtige Stelle ziehen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte mir dieses Objekt vorher schon drehen. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Drehen, so. Und ich drehe das Ganze hier mal 90 Grad um die Achse und kann es jetzt im Grunde genommen direkt am Objekt bearbeiten. Ich verschiebe das jetzt halt mit den Fangpunkten auf Mitte. Hier nimmt er meinen Fangpunkt nicht. Das heißt, ich muss hier mal meinen 3D-Objektfang einschalten. Der ist gar nicht eingeschaltet, sehe ich gerade. Zentrum Fläche. Und dann müsste er mir jetzt hier drauf fangen. Ah, da ist er. Jetzt. Und jetzt würde ich ganz einfach unsere Klickziehen-Methode verwenden und wir könnten dann hier diese Fläche, die dann aufleuchtet, entweder nach oben oder nach unten verschieben. Nach unten ist es ja gleichzeitig eine minus 0,5. Nach unten ist es gleichzeitig eine Subtraktion. Das war jetzt ein bisschen tief, aber es macht nichts. Und jetzt würde ich hier meine anderen Flächen nach oben ziehen. Na? Sehen wir jetzt. Und hoppala, das war jetzt wieder nach unten. Das wollten wir nicht nach unten. Nochmal. Nur 0,5 nach oben. Wir sind hier im Negativen. Ich muss hier einen negativen Wert eingeben, um hier diese Zinne nach oben ziehen. Und so würden wir quasi rundherum gehen. Das ist jetzt auch wieder recht viel. Da muss man dann sich die schönsten Werte aussuchen oder die passendsten. Hier ist es komischerweise jetzt nach Minus. Man will mich, glaube ich, ärgern. Einmal Minus, einmal Plus. Aber das Prinzip haben Sie verstanden, dass man jetzt hier über das Klickziehen diese Turmspitze ausmodelliert. Und so geht man weiter vor vom Prinzip für alle Figuren. Die anderen Objekte oder die anderen Figuren sind wieder durch das Drehen zu erstellen. Hier haben wir nochmal ein Kreuz für den König, den wir auch wieder mit dem Klickziehen dann dementsprechend platzieren können. So, das war es jetzt mit der Live-Präsentation. Zum Abschluss kann ich
Sie nur noch mal darauf aufmerksam machen auf unsere Forum oder unsere Community. Sie können eine E-Mail schreiben an autodesk.help.webinars@autodesk.com, wie es Ihnen gefallen hat oder ob Sie Anregungen haben oder Fragen. Fragen, die wir jetzt hat, nicht mehr beantworten können, werde ich sehr, es gibt ein paar Fragen, werde ich per E-Mail Ihnen beantworten. Und zum Schluss habe ich noch eine weitere letzte Frage an Sie, und zwar die standardmäßige Umfrage, ob Sie beim heutigen Webinar ein bisschen was gelernt haben. Und ich sehe, die meisten haben etwas gelernt. Es freut mich, dass ich Ihnen da was beibringen konnte. Wir sind jetzt da ein bisschen durchgerauscht, aber Sie können, wie gesagt, diese Zeichnungen, die Grundzeichnungen von unserer Boxseite laden, selber noch ein bisschen herumspielen. Und selbst wenn Sie dann noch Fragen haben, etwas später, bitte einfach eine E-Mail schreiben oder ein Feedback geben im Forum, und wir werden die dann natürlich auf alle Fälle beantworten. So, das soll es jetzt mal von meiner Seite gewesen sein. Ich schaue noch mal, ob wir hier eine Frage haben, die ich gleich anwenden kann oder versuchen kann zu beantworten. Wenn Sie Fragen haben, haben Sie jetzt Gelegenheit, noch diese zu stellen. Ich sehe, es sind keine Fragen mehr. Dann würde ich sagen, beenden wir das heutige Webinar. Und ich bedanke mich von meiner Seite nochmal ganz herzlich und hoffe, Sie sind das nächste Mal auch wieder dabei zu unserem nächsten AutoCAD IQ Webinar, und wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende schon mal. Vielen Dank und auf Wiederhören.